Ja, Jens Hofel ist schon Kindesbeinen eigentlich mit dem Vereinsleben in Kontakt gekommen durch seine Eltern bei den Naturfreunden. Hat sich da auch dann weiterentwickelt und wurde letztendlich auch Vorstand in diesem Verein. Durch diese Tätigkeit hat er auch dann den Kontakt zur Dorffestgemeinschaft gefunden und hat nun schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber einigen Jahren den Vorsitz übernommen in dieser Gruppe. Beim Dorffest in Schneidheim zum Beispiel ist er mit mehreren, die dafür verantwortlich sind, den ganzen Tag vor Ort und immer wenn es irgendwie kritische Sachen gibt, Beispiel letztes Mal, als das stattgefunden hat, hat es Unmengen geschüttet und er war sofort dabei, draußen Bänke abzubauen und alles abzubauen und trotzdem weiterzumachen. Also er hat da nicht das Problem gesehen, sondern hat er weitergemacht und unermüdlicher, ehrenamtlicher Einsatz, den er da an den Tag legt. Also wirklich vorbildlich. Und selbst wo er mal krank war, ist er gekommen und hat nochmal die Leute instruiert, was sie machen können, sollen. Ist auch immer der Letzte, wo noch, auch noch da ist auf dem Dorffest, wo beim Abbauen dann natürlich auch wieder hilft. Ja, ist eigentlich überall mit Leidenschaft dabei. Und das gefällt uns ganz gut, oder gefällt mir vor allem sehr gut. Und deshalb bin ich immer mit sehr viel Freude auch dabei. Ich kenne es eigentlich schon immer so, dass mein Vater eigentlich die ganze Zeit für alle möglichen Menschen immer erreichbar war. Es ist bei uns zu Hause völlig normal, dass alle paar Minuten das Telefon klingelt und irgendwelche Menschen irgendwas von ihm wollen. Und von klein auf bin ich da eigentlich auch reingewachsen. Er hat mich überall immer mit hingenommen. Und da habe ich einfach auch sehr früh gemerkt, dass er sich eigentlich für alles und jeden immer einsetzt und das eigentlich auch mit sehr viel Herzblut macht, obwohl es halt sehr viel Arbeit ist auch. Also der Jens Hofele ist die Idealbesetzung für unseren Vereinsvorstand, weil er sich so gut um uns alle kümmert, sich um den Verein kümmert, weil er schon seit über 30 Jahren jetzt, was diesen Skilift auch angeht, mitwirkt. Er hat eine absolut positive Art, wie er uns Vereinsmitglieder motiviert, zum Liftdienst hier bringt, wie er die Skikurse ausschreibt und auch organisiert. Und er selbst ist sich auch nicht zu schade, am Lift zu stehen oder am Kassenhäusle zu stehen. Es ist einfach ein absolut positiver Mensch, der es auch geschafft hat, unseren Verein von 46 Gründungsmitgliedern auf jetzt über 240 Mitglieder zu führen. Ich glaube, was ihn ganz besonders auszeichnet, ist seine Ruhe. Also ich habe Jens eigentlich noch nie erlebt, dass er ein bisschen aufbrausend oder aus sich rausgekommen ist. Er macht immer alles recht sachlich. Das ist zwar seine größte Stärke, würde ich sagen. Ich glaube, das ist der Grund, warum er von allen so gewertschätzt wird und warum auch jeder hinter ihm auch steht. Ich kenne ihn doch, als er bei uns in der Kindergruppe war, dann später in der Jugendgruppe, dann später nun heute als Vorsitzender der Naturfreunde. Wir haben ja mehrere Sparten, ich als Fotogruppenleiter der Naturfreunde. Wir haben ein Mandolinorchester, wir haben noch eine Skifahrergruppe und eine Radfahrergruppe. Ich glaube, es ist einiges los bei uns im Verein und dazu braucht man einen aktiven Vorstand. Überall, wo es was zu helfen gibt, ist er dabei und mit am Organisieren und nicht nur in einem Verein, sondern in mehreren aktiv. Ja, ist für jeden Blödsinn eigentlich zu haben. Ich glaube, das macht ihn auch so beliebt bei unserer Jugend auch noch. Und ich hoffe, er bleibt uns noch lange erhalten als Vereinsvorstand. Er ist, wie gesagt, ein sehr, sehr angenehmer Mitstreiter, mit dem man wirklich Pferde stehlen kann, sage ich mal. Vereine, denke ich, ist ein ganz wichtiger Standbein unserer Gesellschaft. Man lernt soziales Engagement, man lernt miteinander Sachen zu machen, ehrenamtliche Tätigkeit gibt einem was, es macht Spaß. Man kommt mit Menschen in Kontakt und deshalb mache ich das auch und ich hoffe, ich kann es noch viele Jahre machen und ich hoffe, es geht auch irgendwann in alle Vereine, wo ich aktiv bin, weiter, dass meine Ämter von Jugendlichen oder Jüngeren übernommen waren. Da habe ich aber keine Bedenken. Bis jetzt sieht es ganz gut aus in den Vereinen.